Heute haben wir das Thema Atemschutz. Dafür haben wir hier unsere Pressluftatmer, abgekürzt PA. Diese haben wir hier bei uns in der Wehr 6 mal hier auf dem Löschkrummfahrzeug viermal verlastet und auf dem Tanklöschfahrzeug zweimal verlastet. Aber was muss man überhaupt haben, um Atemschutzgeräteträger zu sein? Man muss körperlich und sportlich fit sein. Man muss eine ärztliche Untersuchung machen, die G26. Zusätzlich einen Atemschutzgeräteträgerlehrgang und mindestens einmal im Jahr durch die Atemschutzstrecke in der FDZ Kattenberge. Hier haben wir jetzt unser Atemschutzgerät mit einer Rückenplatte, einem Druckmanometer, was einem die Anzahl oder anzeigt, wie viel Bar noch in der Flasche ist, und mit einer Wahleinrichtung, wann oder ab wann man den Rückzug spätestens antreten sollte. Zusätzlich haben wir hier noch einen sogenannten Totmannwarner, der Alarm schlägt, wenn man sich nicht oder wenn man sich 2 Minuten lang nicht bewegt. Zusätzlich haben wir hier noch eine kleine Atemschutz-Notfalltasche und Behilfskit mit Keilen, um Türen offen zu halten, oder Markierungsstiften für Türen, die wir schon mal durchsucht haben, oder Bandschlingen, um Türen zu öffnen oder gegebenenfalls Personen aus dem Gebäude zu ziehen. Dann haben wir hier den sogenannten Lungenautomaten, der an die Atemschutzmaske angeschlagen wird. Hier drüber kann der Atemschutzgeräteträger die Luft, die ganz normale Atemluft, das ist kein Sauerstoff, ganz wichtig zu erwähnen. Viele haben oder sagen, ihr habt ja Sauerstoff hinten drauf, aber nein, jeder weiß ja, Sauerstoff fördert einen Brand. Sprich, hier kann der Atemschutzgeräteträger eben durch ganz normalen Atemzug, wie wir jetzt ganz normal atmen, diese Atemluft aus der Flasche ziehen. Zusätzlich, wenn er weitere Atemluft benötigt, kann er hier zusätzlich draufdrücken und es strömt weitere Luft in die Maske. Dieses Atemschutzgerät wiegt bis zu 19 Kilo. Es hat hier einen Regler, womit wir die Flasche aufdrehen. Wichtig ist, dass wir diese Flasche immer einmal komplett aufdrehen und einen halben Schlag zurückdrehen. Dann, wie schon ernst erwähnt, das Manometer sollte mindestens 270 Bar anzeigen. Dann die Sicherheitseinrichtung, die wir vor jedem Einsatz prüfen. Dieses Pfeifen, was er bei 50 Bar anzeigt oder ertönen lässt, ist ihm eine Warneinrichtung. Um den Totmannwarner zu aktivieren, ziehen wir einfach hier diesen Stift raus. Dann gibt dieses Gerät einen kleinen Ton von sich und wir warten jetzt mal 2 Minuten und hören dann, was passiert. Natürlich ist auch die Überwachung bei einem Atemschutzeinsatz wichtig. Dieses sollte durch einen erfahrenen Feuerwehrkameraden, Gruppenführer oder wie unterbrochen worden von dem Totmannwarner. Wir haben speziellen Vordruck für uns, wo wir eben unsere Kameraden eintragen können mit Namen und welchen Funkrufnamen die im Einsatzfalle haben, wo die genau hin sollen, in welchem Brandabschnitt oder welches Gebäude, dann wann die Kameraden anschlagen, wann sie dann direkt am Brandherd sind. Und des Weiteren fragt dann die Atemschutzüberwachung bei 1/3 der Zeit, wie viel Bar habt ihr noch, bei 2/3, und natürlich dann, wenn sie ihren Rückzug antreten und wann sie sich dann wieder bei der Atemschutzüberwachung melden. Zusätzlich hat jeder Feuerwehrkamerad von uns ein Identifikationsschild mit seinem Namen, zu welcher Wehr gehört, und seine Meldernummer. Dieses wird dann hier unten ganz normal rangeklickt und man weiß zusätzlich, wer mit unter Atemschutz ist.
Hier oben können wir die Zeiten einstellen. Diese Zeiten sind immer fest eingestellt auf 30 Minuten. Wie man ja hier sieht, jedes Drittel muss einmal abgefragt werden. Sprich, hier wird einmal nach 20 Minuten die Tafel einmal piepen, dem Überwachenden Bescheid sagen, frage deinen Trupp, wie viel Bar er noch hat. Natürlich können wir auch hier die Zeiten anders einstellen, wenn wir jetzt andere Aufgaben erfüllen, wie ein CSA-Einsatz. Als Besonderheit haben wir hier sogar noch für unseren Sicherheitstrupp eine Atemschutz-Notfalltasche. Die besteht aus einer CFK-Flasche, die extra leicht ist und ganz normalen Anschlüssen, so wie Sie sie auch am Atemschutzgerät finden. Sollte es zu einem Notfall kommen bei einem Feuerwehrkameraden, können wir ganz einfach mit der Tasche ins Gebäude gehen, gucken, wo piept der Totmannwarner und versuchen dann durch den Bajonettverschluss seine Maske, sprich seinen Lungenautomaten, von seinem Atemschutzgerät zu lösen und klicken diesen dann ganz normal bei uns hier in die Notfalltasche ein und der Verunglückte kann ganz normal mit Hilfe der Flasche weiteratmen. Ja, ich habe mich jetzt gerade ausgerüstet mit PA, mit meiner Sicherheitskleidung und meiner persönlichen Schutzausrüstung. Die Überhose, die dicke Jacke, die Maske, die Flammenschutzhaube und den Helm. Ich werde jetzt gleich meinen Lungenautomaten von den Kameraden an der Rauchgrenze anschlagen lassen und werde euch dann zeigen, wie man in ein brennendes Gebäude reingeht. Normalerweise gehen wir als Trupp vor. Aber dieses Mal zeige ich euch das alleine. Jetzt sind wir hier, was ich schon erwähnt habe, in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in der FTZ in Kalkbergen, wo jeder Feuerwehrkamerad einmal im Jahr seine Übung absolvieren muss. Bevor wir überhaupt in die Strecke gehen dürfen, muss jeder Feuerwehrmann diese vier Geräte hier benutzen. Das wäre einmal hier die Endlosleiter. Je nachdem, wie alt der Kamerad ist, muss er maximal 30 Meter Treppe steigen, zusätzlich das Handfahrrad hier benutzen, 1 Minute bis 2,5 Minuten, Hammerschläge machen, maximal 20 Stück und ein bisschen sich zu akklimatisieren, Fahrrad fahren. Ist dieses alles erfolgreich bestanden, gehen wir weiter in die Atemschutzstrecke. Hierzu gibt es eine Schleuse, wo sich dann der Trupp reinbegibt, die Tür hinter sich wieder schließt und wir dann in die eigentliche Strecke gehen. Diese beginnt hier mit einem kleinen Leiteraufstieg und anschließend ein Abstieg mit einer Hühnerleiter. Dabei ist zu beachten, dass jeder Armschutzgeräteträger vorwärts die Treppe runtergehen oder die Hühnerleiter runterlaufen muss. Ist dieses absolviert, kommen wir zu dem nächsten Hindernis, eine Luke, wo wir dann hochklettern, hochspringen müssen. Die Luke ist ganz einfach zu betätigen, nach oben kippen und man kann durch das Tor oder durch das Loch klettern. Anschließend gibt es eine Tür mit zwei Hebeln, wie vorne in der Schleuse, ganz einfach zu betätigen. Wichtig ist, dass aber auch jeder Kamerad, nachdem er
ein Hindernis überwunden hat, dieses wieder schließt. Natürlich ist es jetzt sehr einfach, hier durchzulaufen. Im Übungsfalle ist dieser Raum vernebelt und ein bisschen erhitzt. Nach einer langen, normalen Strecke kommen wir dann hier zu einem Mannloch. Hier soll der Feuerwehrmann auch mit den Füßen voraus durchgehen und normalerweise auch das Gerät abschultern. Dann geht es weiter zu einer anderen Luke. Diese gehen wir ganz normal runter und schließen die hinter uns. Unten angekommen müssen wir dann durch eine 1,5 Meter lange Röhrenkette. Dieses funktioniert nur mit Teamarbeit. Wichtig ist hierbei auch, dass wir das Gerät abschultern und uns vor uns herschieben. Anschließend kriechen wir weiter durch das Gewirr und sehen da hinten eine halbhohe Sperre. Dort müssen wir auch samt Gerät überhin, das Gerät zuerst, hier hinterher. Dann gehen wir nochmal wieder weiter, kommt ein kleines Dreieck. Hier versuchen wir auch natürlich, mit dem abgeschulterten Gerät da durchzukommen. Haben wir dieses geschafft, haben wir die Möglichkeit, uns hier im Käfig hinzustellen und das Gerät aufzuschultern. Ein bisschen akklimatisieren können wir uns dann, indem wir hier einen kleinen Weg laufen und dann wieder eine kleine Leiter hochklettern müssen und anschließend wieder die Hühnerleiter runter. Wichtig ist wieder hierbei, Füße voraus. Sollte das alles geschafft sein, bleibt hier nur noch ein kleines Loch, welches wir ganz normal durchkriechen können und durch Böcken durchkommen. Anschließend haben wir dann diese Übung geschafft. Hier befinden wir uns jetzt im Kommando-Leitstand. Hier kann der Atemschutzbeauftragte diverse Sachen einspielen. Nebel, Nähtemperatur, Kindergeschrei, Lärm, Blitze, andere Farben. Und natürlich kann er durch eine Wärmekamera uns alle beobachten, was wir in der Strecke machen, ob es uns gut geht, ob wir einfach nur liegen bleiben oder ob wir auch Hilfe brauchen. Wiederum sind auch auf den einzelnen Platten hier kleine Sensoren eingebracht, womit er dann auch auf dem Monitor sehen kann, wo befindet sich jeder Kamerad. Ja, das war hier die Atemschutzstrecke in der FTZ Kardenberge. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema Atemschutz ein bisschen näher bringen.